Am vergangenen Wochenende gingen die 20. Landesliteraturtage Sachsen-Anhalts in Magdeburg, die diesmal unter dem Motto Kaiserzeit standen, zu Ende. Pate stand dabei nicht, wie man vermuten könnte, Kaiser Otto, sondern der Magdeburger Schriftsteller Georg Kaiser. Zahlreiche Lesungen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm prägten eine Woche lang den Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt. Wir hatten uns aus aktuellem Anlass den Programmpunkt im Jugendclub Düpplermühle herausgesucht. Siegfried Maas stellte hier sein neues Buch Tango in der Düpplermühle vor. Ich habe in diesem Jahr das 40. Berufsjubiläum als freier Schriftsteller gehabt, schon im Juli. Und ich habe rechtzeitig angefangen zu schreiben, bloß daraus konnte man damals ja noch keinen Beruf machen. Ich musste unter den Bedingungen des Nachkriegs erstmal einen Beruf erlernen, der erstens eine Chance ließ zum Geld verdienen. Da bot sich der Bergbau ganz besonders an. Obwohl ich da einen Beruf ergriff, nämlich Vermessungstechniker, der mir überhaupt von der Grundlage her gar nicht so besonders lag, weil ich mit Technik und Mathematik nicht so viel am Hut hatte während der Schule. Und das war aber die Grundbedingung für diesen Beruf. Den habe ich auch einige Jahre ausgeübt, sowohl im Bergbau wie im Kataster. Und habe dann studiert am Institut für Literatur in Leipzig. Damals eine eigenständige Hochschule. Heute ist dieses Institut Bestandteil der Leipziger Universität. Nach dem Abschluss war ich Dramaturg am Theater in Straßfurt und habe während dieser Zeit angefangen, meinen ersten Roman zu schreiben. Der hieß Ich will einen Turm besteigen. Zuvor waren verschiedene Arbeiten schon beispielsweise in der Volksstimme erschienen. Damals gab es die Unterhaltungsbeilage Die Rast und da kamen einige Gedichte und kurze Texte, wurden da gedruckt. Und nachdem der erste Roman fertig war, hatte ich dann einen Werkvertrag mit einem Betrieb in Straßfurt. Und der machte mich also oder versetzte mich in die Möglichkeit, daraus einen freien Beruf zu machen. Inzwischen sind also 25 Bücher erschienen und gerade jetzt in dieser Woche habe ich wieder ein Kinderbuch abgeschlossen. Und nun muss ich erwähnen, dass ein ehemaliger Mitbewohner, der meinen Jahrgang ist, gestern Abend ein Zusammentreffen von ehemaligen Kindern in dieser Hausnummer 35a in der Helmstedter organisiert hat und wir waren 20 Personen. Und einige davon sind auch heute da, weil nämlich der Hauptteil dieses Buches, trotz des Titels Düpplermühle, in Sudenburg angesiedelt ist. Und zwar in der Lutherstraße, Helmstedter Straße. Die Scala spielt eine große Rolle, das damalige große Kino, ja, nicht? Auf der Suche nach meiner Herkunft erinnerte ich mich, dass meine Eltern erzählt haben, sie haben sich Anfang der 30er Jahre in der Düpplermühle beim Tanzen kennengelernt. In der Gaststätte, und zwar in dem Pavillon, der damals angebaut worden war. Ich habe ja im Grunde genommen erst nachträglich im Internet recherchiert, wie die Geschichte der Mühle ist und was jetzt gegenwärtig damit geschieht oder geschehen könnte. Das würde mich natürlich sehr freuen. Das Buch aus dem Blockverlag gibt es für 13,90 € im Handel.